So, ihr Lieben, da sind wir wieder bei Emily's Christmas Carol. Ich werde jetzt direkt wieder die fünfte Aufgabe machen und gespannt bin ich, wie ich mich da schlagen werde. So, was müssen wir da machen? Erinnere dich an jede Kundenbestellung, da sie langsam verschwinden wird. Ach du Gott. Ach du Heilige. Oh Gott. So, okay, was erhöht die Geduld nochmal? Mehr Trinkgeld, okay. Geduldiger, okay, dann machen wir das mal. Alles klar. Oh Gott, jetzt muss ich mir das alles merken. Noel-Fäustlinge. Ja. Oh weh. So, okay. Dann geht's los. Erinnere dich an jede Bestellung. Alles klar. Oh Gott. Das wird so furchtbar. Das wird so furchtbar. So. Das und eine Waffel mit Kirschen. Das verschwindet aber ganz schön schnell. Ich hab doch schon aufs Holz gedrückt. Warum geht das manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Gott, wenn es dann so Vierertische gibt, eine Sahnewaffel mit Kirsche und einen Schal. Wenn es dann so Vierertische gibt, da bin ich verloren. Da bin ich verloren. Und das Tolle ist halt, dass das einmal rot, einmal ohne und einmal Brezel. Oh Gott, Gott sei Dank. Eine Brezel mit eine Waffel mit Sahne und Fäustlinge. Okay, du kannst da mal hingehen. Ein bisschen was trällern. Okay. So, einmal rot und einmal Suppe. Oh mein Gott. Das wird so furchtbar. Bestell du schnell. Eine Schokobanane und ein Schal. Nein! Oh Gott, ich habe die Bestellung nicht gesehen. Oh Gott. Okay, Schokobanane, Blau, Rot und Suppe. Schokobanane. Blau. Nein. Suppe. Dann Rot und Brezel. Rot und Sahnewaffel. Oh Gott, das kann ich nicht. Dann ohne Kirsche, ohne Banane. Ohne Kirsche, ohne und Banane. Einmal ohne und Suppe. Einmal ohne und Suppe. Abkassieren. Oh Gott. Das hat jetzt viel gebracht. Also Schokobanane und ohne. Schokobanane und ohne. Dann kannst du jetzt da hingehen. Blau. Hallo, kannst du mal auf die Seite. Blau, Rot und Banane. Blau, Rot und Banane. Zweimal ohne. Oh Gott. Es wird so furchtbar. Es wird so furchtbar. Und ich drücke immer auf das Holz und der macht es nicht. Und der auch nicht. Oh Gott. So, einmal blau, einmal rot. Rot, Schoko und Schoko. Schoko und Schoko. So, Suppe, Rot und Brot. Okay. Okay. Einmal das und einmal das. Brot, Suppe und Brot. Was wollte er her?
Schal und Schokobrezen. Okay. Gott. Hilfe! Das ist ja furchtbar. Aber ich habe jetzt bestimmt die Aufgabe nicht geschafft, ne? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich alles mitgenommen habe. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, das haben wir nicht geschafft, aber die machen wir dann auch irgendwann am Schluss oder so vielleicht nochmal. Hätte ich jetzt gedacht. Und dann Tag 10, beziehungsweise ja, Level 10. Okay. Oh Gott, was macht die denn? Brauchst du Hilfe, Liebes? Oh, Edward, nein, danke. Mir geht es ganz wunderbar. Gut, gut. Also, ich denke, ich meine... Was, Edward? Also, ich würde nur zu gern wissen, was beim Musical geschehen ist. Du auch? Es gibt da etwas, von dem du nichts weißt, Edward. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Früher oder später durchlaufen wir alle hormonelle Veränderungen. Was? Nein! Vergiss es einfach, ich will nicht darüber reden. Natürlich, Liebes. Ich bin dennoch froh, dass du mitkommst. Ja, also ich tue das für Paige. Natürlich, ich weiß. Oh. Oh nein, das dürfen wir jetzt alles aufräumen wahrscheinlich, ne? Ach je. Der Hut da oben ist doch gefährlich. Wow. Schnell vorbereitet und Bonustrinkgeld. Okay. Wähle dein Menü. Ja, wir lassen das jetzt einfach so, ne? Hilf Evelyn beim Packen, indem du alle ihre Sachen findest. Okay. BH, oh Gott. Alles klar. Schnell weitermachen. Schoko. Also so ein Stockbrot da mit Schoko. Und ein Schokobrot. Und einmal Rot. Und die Maus. Und du. Und bitteschön. Schokobrot und Blau. Oh. Also wahrscheinlich klicke ich immer so kurz nebendran oder so. Zweimal Waffeln mit Kirsche. So, du hier hin. Du kannst bitte aufräumen. So, hab schon gedrückt, ja. Okay, zur Schokobanane. Und einmal Blau. So, und dann einmal ohne und einmal mit. So, einmal aufräumen, einmal das. Das werden wir doch hinkriegen jetzt, dass wir heute noch ins nächste Level kommen. Ins nächste Kapitel meine ich doch wieder. Eieiei. Dann das ist fertig und die Fäustlinge. Und da darfst du einmal singen. Da darf Patrick einmal kurz aufräumen. So, dann einmal rot und einmal das. Oh, hat sie jetzt nicht gemacht, ne? So, das und das. So, dann einmal Feuerchen machen und die Banane bitte. So, Banane und das und einmal rot. Einmal das. Und einmal das und blau. Einmal Waffel und Stockbrot. Jetzt komme ich schon wieder. Jetzt kriege ich schon wieder hier die Krise, ne? So, einmal rot. Einmal ohne. Kannst du mal singen gehen? Einmal. Dann kannst du einmal dahin. Nein. Okay, das war jetzt unnötig. So, einmal Waffel. Und Schokobanane. Und
Brezel. So, einmal ohne und Fäustling. Keine Ahnung, der da schon war. Zweimal Fäustlinge, bitteschön. So. Also ich muss sagen, früher ging das ein bisschen leichter alles. Aber ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich jetzt so lange nicht gespielt habe, oder... Ich kann doch manchmal drücken, wie ich will, ne? So, dann mache ich einmal rot... Zweimal Schokobanane. So, dann Schal und Fäustlinge und abkassieren. Aufräumen. Keine Ahnung, ob ich das noch machen muss. Dann einmal blau. Und einmal das. Warst du jetzt da schon? Ich habe keine Ahnung. Einmal ohne und ein Schälchen. Bitteschön. Heieieiei. Das ist ja Hilfe. Ich muss mir noch so ein bisschen so eine Taktik dann ausdenken, ne? Weil ich finde, die Geduld geht schon schnell runter. Maus habe ich, glaube ich, auch nicht gefunden. Ach doch, habe ich. Aufgabe. Was war die Aufgabe? Ich habe schon wieder vergessen. Naja. Ho, ho, ho. François. Patrick hat gebeten, dafür zu sorgen, dass wir alle fertig sind. Fertig für was? Du hast doch gesagt, dass der Zug erst in einigen Stunden abfahren wird. Ich habe da vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Wie auch immer, Patrick lässt euch ausrichten, dass der Zug in 20 Minuten abfährt. Oh Gott, jetzt müssen alle losrennen. Warte, ist mein Stern noch in meinem Koffer? Ah, ja. Ja, ich bin soweit. Oh Gott. Yay, Georges Bahnhof, Kapitel 2. Und dann spielen wir doch jetzt noch das erste Level, oder? Okay, was gibt es hier alles zu tun? Jetzt bin ich gespannt. Willkommen und frohe Weihnachten. Ich bin George. Brauchen Sie etwas? Wir würden gerne wissen, ob wir hier in den Miracle Express einsteigen können. Ho, 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 das können Sie ganz sicher. Allerdings ist ein wenig verspätet, was eher ungewöhnlich ist. Der Zug wird uns doch zum Weihnachtsmann bringen, oder? Oh, natürlich. Allerdings müssen Sie wissen, dass es ein Zauberzug ist. Daher findet jeder seinen eigenen Bestimmungsort. Bestimmungsort? So ähnlich. Natürlich nur, wenn der Zug überhaupt abfährt. Überhaupt. Da wird er jetzt doch auf den Zug, da wir jetzt doch auf den Zug warten, kann ich Ihnen heute ein wenig helfen. Oh, das wäre wunderbar. Was macht der da? Schlafen? Wähle dein Menü. Ja, dann einfach mal loslegen, oder? Bediene zwei begeisterte Kunden jeder Kundenart. Okay, eine Zeitschrift und ein Beutelchen. Bitteschön. Okay, das war jetzt begeistert, oder? Wo fülle ich denn das auf? Wo fülle ich denn die Zeitschrift auf? So, das und... Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Ach, da. So, Zeitschrift und das hier. Bitteschön. Wo fülle ich denn das auf? Gott, Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Habe ich die Maus gefunden eben? 1, 2, 3 und bitteschön. Und eine Zeitschrift und 3 Kekse. Wo fülle ich das jetzt auf? Ach, da.
Okay. Alles klar. Hab's gerafft. Was heißt eigentlich begeistert? 3 Herzen? 4 Herzen? Okay, jetzt warte ich kurz. 3 Kekse und das hier. Und dann kann ich abkassieren. Dann kurz aufräumen. Und das hier. Und 3 Plätzchen. Ich weiß jetzt halt nicht, wen ich jetzt schon bedient habe und wen. Also, von den Kunden her. So ein Opa hatte man schon, oder? Das. 3 Plätzchen. Okay, jetzt dann. Okay, den hatten wir wohl schon. Aber wer fehlt denn jetzt noch? So eine Zeitschrift und... Okay, muss ich wohl... Ach, da kommt noch jemand. Die hatte ich noch nicht, oder? Phew! So, dann das. Und dann das. So, jetzt haben wir es geschafft. Yay! Och, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon gedacht. Vor allen Dingen, weil man dann den Überblick nicht hat, wer jetzt war. Also, wer jetzt schon da war und wer nicht. Okay, jetzt noch aufräumen und kassieren. Und dann haben wir es geschafft. Yay! Ah. Okay, die wartet jetzt auch. Huch! Wow, was für ein großer Laden, so viele Läden. Was für ein großer Bahnhof, so viele Läden. Hilfe, was sage ich denn da? Und keine Sorge, ich bin mir sicher, dass der Zug bald hier sein wird. Hui! Wuhu! Alle einsteigen, hier ist der Engel-Express. Schnarch, schnarch. Hallo, ich kenne dich. Oh, da bist du ja wieder, kleiner Engel. Wenn man zweimal denselben Engel trifft, dann ist das sicherlich ein Zeichen. Huhu. Also ich sage das ja nur ungern, aber vielleicht ist der Zug auf der Strecke liegen geblieben. Paige wäre ja so enttäuscht. Keine Sorge, Liebes, wir können doch immer noch nach Snuggford zurückkehren. Tja, das wäre dann, das würde ja so passen, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das dann noch weitergeht, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis bald, ihr Lieben, und tschüssili!